Waffe. Schlüssel. Lauf. Ich heiße auch Billy, aber mein Papa sagt, ich soll nicht mit dir spielen. Oh, warum das denn? Mein Papa sagt, ihr seid ein schlechter Umgang und schlechter Einfluss und Diebe und Bettler und Penner und ihr könnt nicht lesen oder schreiben. Ihr seid dumm und stinkt. Und ihr seid viel zu faul für ehrliche Arbeit. Mein Papa ist tot, aber Mama sagt, die Weißen sind total gemein und haben was gegen uns. Und zwar, weil sie alle Schwarzen als Sklaven gehalten haben und das nicht mehr dürfen. Darum kann ich nicht die gute Toilette auf dem Jahrmarkt benutzen. Und ich darf nicht in den Laden rein, um Kaugummi oder Limo zu kaufen. Und welches Kaugummi magst du? Injun Scout. Rot oder gelb? Gelb. Ich mag die roten nicht. Die roten schmecken wie Kotze. Ja. Was hast du in dem Glas, Billy? Ach, gar nichts. Damit fange ich Kaulquappen. Und was machst du mit den Kaulquappen im Glas? Ich beobachte einfach, wie sie schwimmen. Und ich gebe ihnen Krümel und Möhren vom Hof. Dann werden sie zu Fröschen. Also, ich habe Kaulquappen am Fluss gesehen. Komm mit, ich zeig sie dir. Oh, okay. Komm schon. Du hast mir noch diesen Ring gezeigt, Mama. Für die besondere Person in meinem Leben. Nun. Komm schon, guck mal, Billy. Da, die Ratte ist in den Wischeimer gefallen und kommt nicht mehr raus. Da. Sie ertrinkt. Wahrscheinlich. Ratte, sieh schon, Billy, sie ertrinkt. Ist nur eine Ratte, die ist eklig. Frisst unser Essen, verbreitet Bakterien und kackt in unsere Schränke. Sie stirbt. Sie stirbt, Billy! Sie ist tot! Billy, guck mal! Billy! Komm zurück! Geschafft, Billy. Du hast sie gerettet. Kleines Kerlchen. Wie alt ich da wohl war? War das 1920? 9? Vielleicht 10?
Leben steckt voller Elend, Not und Kummer, Billy. Noch bevor du das Ende erreichst, bist du alt. Aber denk dran, mein Junge. Am Ende wird alles gut. Billy? Ja? Kann ich dir was verraten? Sicher. Und du sagst es nicht weiter? Ja, klar. Ich flüster es. Bist, Billy. Schlägst dich immer noch durch die Welt der Lebenden. Es gibt zwei Optionen. Entweder ich zahle viel Geld für eine neue Taschenuhr oder du steigst in den Brunnen und holst sie raus. Was soll das Geschrei? Andy und Howie, sie sind mir nachgelaufen. Sie haben mich festgehalten und mein Taschenmesser geklaut. Was zum Teufel ist los mit dir? Wenn du das zulässt, werden sie das immer wieder tun, bis nichts mehr da ist. Ich hab dir das Messer gegeben. Du musst darauf aufpassen. Das ist deine Aufgabe. Ich rede mit ihren Eltern. Gar nichts tust du, Sophia! Ach, willst du deine Mama für dich kämpfen lassen, Junge? Jetzt geh und hol dir zurück, was dir gehört. Vorher möchte ich dich in diesem Haus nicht sehen.
Sohn, ich hab versucht, vernünftig mit dir zu reden. Ich hab bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag versucht, es dir einzubläuen. Aber nichts funktioniert. Jede Nacht wächst du mich mit diesem Lärm auf. Egal, wie oft ich es dir sage, im Keller gibt es keine Monster. Tut mir leid. Nachts sehe ich sie. Ganz klar vor mir. Sie kommen, um Mama zu töten. Gut. Dann machen wir Folgendes. Nimm die hier. Wow. Wir beide gehen jetzt runter in den Keller. Und wenn Monster auftauchen, erschießen wir sie. Direkt zwischen die Augen. Manchmal ist es am besten, sich Problemen direkt zu stellen. Verstehst du das? Ja, Papa. Sophia, bist du dabei? Siehst du sie? Nein, Papa. Die Monster sind weg. Ja, ich glaube, wenn du nichts Schlimmes tust, kommen auch keine Monster, mein Sohn. Haben sie wohl ein für alle Mal verscheucht, was? Kann ich die Waffe behalten? Alles verfallen hier. Zehn Jahre war ich nicht mehr hier. Hab eine 800 Hektar Ranch am Forneysee. Hab im Radio gehört, dass du in der Nähe von Roswell gesehen wurdest. Ich dachte mir schon, du würdest herkommen. Nichts hier drin als schlimme Erinnerungen. Warum bist du dann hier? Willst du dich verstecken? Brauchst du Geld? Tja, da bist du auf dem Holzweg, mein Sohn. Zum Betteln ist es zu spät. Nichts kann wieder gut machen, was du uns angetan hast. Wenn ich an meinen Vater denke, denke ich nur an Gefluch und Frost im Gesicht. Wann benimmst du dich mal? Du bist aufsässig, undankbar, dämlich! Und mit schmutzigem Mundwerk. Ich hab gesehen, wo es für dich hinging. Ich war selbst mal in dem Loch. Und hab alles getan, um dich verdammt nochmal da rauszuholen. Was willst du denn noch? Ich wollte behandelt werden, als hätte ich dir... Was bedeutet nicht wie Hundescheiße an deinem Schuh? Ich hab mir den Arsch aufgerissen. Aber du warst nicht zu retten. Bist du jetzt so ein Superkiller-Terrorbombenleger? Du bist auf der falschen Seite. All die Jahre habe ich versucht, was zu bewegen. Aber alle waren gegen mich. Und als der Kanzler kam, hat sich vieles verbessert. Wenn man da mitspielt, kann man ein gutes Leben haben. Frag doch mal rum! Glasgow Witch ist ein Name, den man kennt und respektiert. Alles, was du anfasst, wird zu Scheiße! Ich brauch deinen Gestank hier nicht! Ein gesuchter Mörder. Bist zur Army gelaufen, als du alt genug warst? Hast deiner Mutter das Herz gebrochen? Wo ist sie? Sie ist weg.
Seit wann, was ist passiert? Tja, es gab einen großen, gottverdammten Krieg. Und jetzt haben wir eine neue Regierung mit neuen Regeln. Sie haben sie geholt. Sie ist weg. Und was trägst du da für komische Sachen? Was bedeutet geholt? Sie haben alle geholt, die nicht hierher passen. Und das ist richtig. Diese Welt gehört jetzt uns. Wir müssen dafür sorgen, dass sie christlich bleibt. Du hast sie verraten. Und? Eine Frau, die immer nur meckert und einen Jungen zu einem Mörder erzogen hat. Aber ich habe es schon immer gewusst. Du bist einfach ein großer Haufen Scheiße. Auf die Knie. Vater, ich bin dein Sohn. Auf deine verdammten Knie! Früher hatte ich Angst vor dir. Ich hätte mir in die Hose gemacht mit einem Gewehrlauf im Gesicht. Weißt du, was ich jetzt fühle? Einen gottverdammten Scheiß. Wer war da dran? Wir haben alles gehört. Wer zur Hölle war da dran? Zerstören.
überhaupt hier? Warum nicht zu Hause? Bei dir, Anya.